Ciao. Nochmal ciao. Ciao. Bis Freitag. Was hältst du von Giuseppe? Oder Vittorio? Oder Giorgio? Herbert. David. Paul. Nuria. Was? Nuria. Ist das weiblich? Glaube ich nicht, aber wäre doch schön. Bitte Mädchen? Ja. Ich glaube, wir können nur Mädchen kriegen. Feder. Feder, ja, Mann. Nur mutig, mein Herze, versuche dein Glück. Maria hat ihre Kinder Finn und Fine genannt. Was? Wie? Finn und Fine. Die Zwillinge? Nö. Blöd, oder? Hm. Das ist Marienkäfer am Fenster. Maria. Was hat Barbara? Weißt du von Barbara irgendwas? Wie von Barbara? Sie haben doch ein Kind, oder nicht? Sie hat doch vorher eine heterosexuelle Beziehung gehabt. Ja. Ja, der wohnt ja auch noch irgendwie. Der wohnt, glaube ich, sogar noch in Stuttgart. Kannst du dir das vorstellen, so einen Vater dazu? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte gern einen Erzeuger, aber keinen Vater. Mal etwas zwischen uns beiden, meinst du, ne? Ja. Ich finde das gut. Verstehe ich gut. So machen wir es. So machen wir es. RZ-Geschäftsstelle, Schwarm, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Isa Bürgi, mein Name.
Ich wollte mich mal informieren, ob man bei Ihnen eine Samenspende bekommen kann. Sie sind alleinstehend, oder? Ich bin ein Teil eines lesbischen Paares. Ja. Es ist, soweit ich weiß, in Deutschland nicht offiziell erlaubt. Wie, das ist gar nicht erlaubt? Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Also es ist nur erlaubt für Paare in heterosexueller Partnerschaft. Bitte warten Sie. In Baden-Württemberg könnte es verboten sein und in Brandenburg erlaubt. Aha. Es gibt leider nach wie vor noch keine einheitlichen juristischen Grundlagen oder gesetzliche Grundlagen, die das regeln. Und deswegen ist alles noch so ein bisschen Grauzone. Ich meine, wenn Sie verheiratet wären in einer heterosexuellen Ehe, wäre das gar kein Problem. Aber wir sind ja auch verheiratet. Das ist doch nicht dasselbe, ja? Warten Sie. Sie kriegen nicht von uns den Samen, das ist verboten. Der muss aus Dänemark oder aus Amerika bestellt werden. Das gilt unter Arzneimittel. So. Arzneimittel? Was, der Samen? Ja, wirklich, Tatsache. Ja, schönen guten Tag. Isa Bürgelin ist mein Name. Ich wollte fragen, behandeln Sie lesbische Paare? Nee, leider nicht. Nee. Gar nicht, warum nicht? Warum nicht? Ja. Weil wir nach den Leitlinien des, beziehungsweise die Genehmigung haben nach dem Paragraphen 121 des SGB V5, die Patienten zu betreuen und dementsprechend auch abrechnen können. Ne? Und wir können eben lesbischen Paaren hier in Deutschland nicht weiterhelfen. Was ist da genau die Gesetzeslücke oder was ist das Problem? Sie rufen jetzt auch nicht aus Köln aus an. Nee. Ich denke mal, Sie haben auch schon woanders angerufen. Genau, und ich habe jetzt so unterschiedliche Informationen bekommen. Ich bin gerade auch so irritiert. Deswegen entschuldigen Sie bitte meinen Ton, aber ich... Nee, ist ja kein Problem. Aber wo ist jetzt das Problem? Hm. Hallo. Was ist denn los? Was ist los? Hast du gute Nachrichten? Wir haben Termine bei zwei Samenbanken. Wieso kriegst du einen Termin und ich nicht? Tja. Also wir müssen vorher zu den Anwälten. Was für Anwälte? Na, zu den Anwälten von dem Arzt, jeweils. Aber das ist unkompliziert, ja? Ja, ich denke mal. Also, wir schreiben auf, was wir verdienen und dann gibt das dem Arzt und dann sagen die ja. Wir müssen nur zu einem Anwalt und dann können wir schon zur Samenbank. Ja. Habe ich das gelesen, wie viel man ungefähr einplanen muss für ein Kind? 120.000 für ein Kind. Wo stand das nochmal? In einem dieser Ratgeber. Was hast du denn das? Mit dem Geld? Ich habe irgendwie kein Gefühl für Geld. Ich fühle mich nie arm. Ja, aber da kommt jetzt einfach echt ein Batzen auf uns zu. Aber ich finde immer, dass wir genug haben. Isa, wir sind zu zweit gerade. Ja, aber wir haben eine tolle Wohnung und wir haben ein Auto. Ich weiß auch nicht, wir haben doch alles. Wir fahren in Urlaub. Ich guck nie aufs Geld. Aber viele Männer.
Guten Tag. Frau Bürgelin und Frau Meisch. Ja, Firma Meisch, Dr. Müller. Ohne Dr. Müller. Guten Tag. Kommen Sie rein. Kika. Wippner, sagen wir dazu. Ja. Spielen Sie regelmäßig? Ja, manchmal, um etwas runterzukommen. Von was? Ach, von Mandanten, die mich ärgern. Ja. Dr. Sokowski hat Sie gebeten, bei mir vorzustreichen. Es geht darum, dass wir abklären, wie Ihre Einkommensverhältnisse sind, damit wir anschließend die Entscheidung treffen, ob Sie für eine Samenspende in Frage kommen. Sie sind beide berufstätig? Also sie arbeitet auf 400-Euro-Basis und ich bin stellvertretende Filialleiterin in einer Videothek. Wie sind Ihre Einkommensverhältnisse? Ah, sehr gut. Also ich habe ein paar Belege mitgebracht. Das reicht mir erstmal, wenn Sie es mir sagen. Ach so, gut. Das sind 2,2 brutto. Lohnsteuerklasse 3, das sind ungefähr 1,6, 1,7 netto. Floristin und Videothekarin. Das ist jetzt wichtig, um zu sehen, ob wir uns das leisten können, Kind zu haben. Ja. Es ist ganz einfach. Dr. Sokowski hat sich gegenüber dem Samenspender verpflichtet, bis zum 18. Lebensjahr dessen Identität nicht preiszugeben. Mhm. Okay? Ja, das ist so. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn Sie sich das Kind irgendwann in Anführungszeichen nicht mehr leisten können? Das heißt, wenn Sie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, dann ist die Situation leider so, dass nicht ausschließbar ist, dass Dr. Sokowski in Anspruch genommen wird. Ach. Und das möchte er vermeiden. Aber nicht von uns. Ja, zu Recht kann er das vermeiden. Deshalb vermittelt Dr. Sokowski Samenspenden nur an diejenigen, die wirtschaftlich sehr liquide sind und von denen nicht zu erwarten ist. Also ich habe ja auch noch meine Eltern und ich habe ja auch noch eine Tante, von der ich was erben werde. Erstmal davon abgesehen und dann, wenn mich mein... Erben ist wie Lotto. Das wissen Sie nicht. Ihre Tante kann sich's anders überlegen. Ich würde nach den 3 Jahren, also ich würde 3 Jahre zu Hause bleiben mit dem Kind und dann würde ich auch wieder anfangen zu arbeiten. Ja, aber Sie haben ja nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt, Sie werden irgendwo herumtingeln als Kellnerin oder als Aushilfsfloristin. Für uns ist die Richtlinie einfach die, 3,5 netto pro Partner. Pro davon sind Sie weit entfernt. Netto pro Partner. So. Wir sind jetzt hier beim Anwalt. Können wir das nicht in irgendeiner Weise mit einem... Nee. Irgendeiner Sache. Mein Mandant jedenfalls kann unter diesen Umständen Ihnen nicht behilflich sein. Aber ein heterosexuelles Paar müsste das nicht aufweisen, oder? Nee. Ich habe Sie gerade gefragt. Aber das verstehe ich nicht. Da würde es reichen, wenn der Mann 3.500 oder 2.200... Die Frage stellt sich uns jetzt nicht. Wir sind auch nicht hier, um irgendwelche Ungerechtigkeiten zu diskutieren. Aber ich fühle mich ungerecht behandelt. Ja, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da können Sie sich an die Gesetzgebung wenden, da können Sie an die Regierung wenden, an die Familienministerin oder was auch immer. Ich bin in dieser Form nicht Ihr Ansprechpartner. Saarbrücker Privaten Institut für Fortpflanzungsmedizin. Leider sind derzeit alle Mitarbeiterinnen im Patientengespräch. Vielen Dank für Ihre Geduld. Hallo, guten Tag. Kommen Sie rein? Heiden, ja. Guten Tag.
Guck es mal. Nehmen Sie doch Platz. Die zweite Akte kommt gleich. Und wer möchte schwanger werden? Ich. Ich möchte schwanger werden. Alles klar. Und Sie möchten die Partnerin sein? Bitte. Ja. Wie viel kostet das eigentlich dann? Das kommt später. Wir fangen erst an, okay, mit was Ihnen nichts kostet. Ja? Wie alt waren Sie, als Sie die erste Periode hatten? Ich glaube 14. Mit 14. Waren Sie mal schwanger? Nein. Haben Sie mal versucht, mit einem Mann schwanger zu werden? Nein. Kennen Sie Ihre Blutgruppe? Null. Ihre Blutgruppe, kennen Sie die? AB negativ. AB negativ, das ist selten. Wären Sie doch ein Mann, dann kann ich einen Spender aus Sie machen. Es ist so, im Prinzip die Erfolgschance ungefähr 20-30% pro Zyklus. Das heißt, 70-80% wird nicht schwanger. Das muss man erstmal verdauen. Sie geben Geld aus für eine Behandlung, die an 70-80% misslingt. Können wir denn bei Ihnen behandelt werden? Ja, klar. Natürlich. Wirklich? Deswegen sind Sie doch gekommen, sonst hätte ich keinen Termin gegeben. Ja. Das ist nein, ich habe es schon vorbereitet. Das ist toll. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Zeig mal gleich, wie wir es umgesetzt haben. Sie kriegen von mir nachher einen Behandlungsvertrag. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Neins ich schon gehört habe. Es ist meistens so, dass es nur sehr wenig Ärzte gibt, die Frauenpaaren helfen. Genau, und deswegen, wenig, ich glaube, nur 4 oder 5 in der ganzen Bundesrepublik. Ja, das habe ich und mitgekriegt. Ich bin dann der Einzige im Südwesten. Also da kommt nicht noch irgendein Haken auf uns zu. Der einzige Haken ist, wenn die Frauen so rund um 25, 30 sind, werden die alle ratzfatz schwanger. Ich bin jetzt 37. Und dann brauchen sie ein bisschen Unterstützung. Und dann geht es natürlich in die Hormonspritzen und dann kann es auch ein bisschen teurer werden. Wie viel teurer ist, geht das denn dann, wenn so eine hormonelle... Was kostet es überhaupt? Wir wissen ja noch überhaupt nicht die Preise. Kostenpunkt, da muss ich mal schnell... was haben wir so... Und wenn Sie einmal kommen und Sie nehmen eine Standardbehandlung mit einer Standardmenge an Samen, dann sind Sie so 500 Euro los. So eine Grundgebühr muss man nicht zahlen. Ja, ich kann sagen, hier, das haben wir hier. 2.700. Und wenn Sie dann schwanger werden und ein zweites Kind haben wollen, dann müssen Sie es wieder bezahlen. Mhm. Ja. Und jetzt müssen wir auch noch was bezahlen, oder? Heute? Sie kriegen eine Rechnung in die Post. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ist sehr viel höher, wenn die Frau erregt ist. Also wenn sie sich im Moment der Insemination geliebt und geborgen fühlt, als hätte die Natur den Körper so konstruiert. Hm? Was machen wir denn da? Was kann man denn da machen? Legen ist doch schön, oder? Der Doktor mal rausgehen. Oder so. Oder. Wie viel sind da jetzt drin? Oh, so 10 Millionen. Ja, ja. Such dir mal einen. Ja, kommen Sie mal bitte. Hier ist die Umkleidekabine, das ist hinten im Vorhang. Wenn Sie bitte untenrum frei machen und Sie dann hier hinsetzen würden. Wenn Sie links kommen hier, dann sehen Sie alles und stehen Sie nicht im Wege. Danke. So, nehmen Sie auch Platz. So, Beine gibt die Ablage, genau. So.
Jetzt führen wir Spiegelung ein, das ist immer ein bisschen kalt. So, jetzt dauert es einen kleinen Moment. Und dann wird hier Katheter eingeführt. Und dann wird gespritzt. Spüren Sie schon was? Ja. Das geht gut. Und das war es dann eigentlich schon. Ja? Bitte sehr, jetzt macht die Klappe wieder hoch und bleiben Sie 5 Minuten liegen. Und das war es dann. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut, danke. Geht's Ihnen gut? Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Na, das war's denn. Spielen Sie was? Muss ich schon? So, ich Der Film ist da. Welcher Film? Was wir nicht bestellt haben. Nein. Ich habe überlegt, eine eigene Videothek aufzumachen. So eine kleine Kunstvideothek. Kannst du mir noch mal die Gurke geben, die da drin ist? Bitte?
Rote Soße oder Pesto? Denke ich eher, dass ich das nicht machen sollte, aber wenn du meinst, dass es... Ich habe dich gefragt, ob du das nicht denkst. Ich meine, es gibt so viele Stellen, wo man sich informieren kann. Du willst auch wenn das Baby dann da ist, nicht irgendwie... Bestimmt nicht, oder? Ja, aber die ersten Jahre muss sich ja einer darum kümmern und... Wenn du auch keinen Vater haben willst, wenn du die ganze Zeit arbeitest, dann... Wer soll sich denn um das Kind kümmern? Meinst du, ich mache so einen Riesenfass mit Geld auf, um dann irgendwann festzustellen, wir haben nach 10.000 Ärzten kein Geld mehr? Die ersten drei Jahre? Nee, ja, ich habe es, glaube ich, verstanden. Du hast echt so wenig Ahnung, ne? Du liest halt einfach gar nichts. Das interessiert dich einfach nicht. Und dieses Fass, was du jetzt aufmachst mit dem Geld, ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Du arbeitest die ganze Zeit. Ich habe nie gearbeitet. Ich habe immer nur ein bisschen gekellnert. Das hat dich sonst auch nicht aufgemacht. War vielleicht eine andere Situation einfach so grundsätzlich. Hat sich ein bisschen was verändert. Was hat sich denn verändert? Hast du ein Problem damit, dass du die 10.000 Euro jetzt für das Kind ausgegeben hast? Vergiss es. Also gut, ich kann jetzt schon anfangen zu arbeiten, aber ich muss dann eh irgendwann wieder zu Hause bleiben. Oder willst du zu Hause bleiben? Willst du zu Hause bleiben? Womit ich mir künstlich Sperma in die Scheide injizieren kann. Okay, also eine Spritze, denke ich wahrscheinlich. Oder ich. Ja, also ich weiß gar nicht so genau, was man da. Also ich hätte jetzt an so eine Spritze gedacht. Da müssen sie allerdings dann den Samen ein bisschen runter verdünnen. Das muss ja hier vorne durch die kleine Öffnung passen. Das ist doch nicht gut, wenn man das noch verdünnt, oder? Natürlich nicht, aber ja, sie müssen es ja verdünnen, sonst pressen sie das da durch, haben einen riesen Verlust und es klebt ihnen am Schluss nur die Spritze. Ja, ich brauche irgendetwas, was wirklich gut funktioniert. Also, ja. Also was wirklich funktioniert. Sie haben nicht so viele Probemöglichkeiten, ja, wahrscheinlich. Eben, ja, ich. Was mir einfallen würde, das dürfen Sie jetzt nur nicht falsch verstehen, mir würde vielleicht noch der Tierarzt einfallen. Die machen ja sowas häufig. Allerdings müssten Sie da jetzt ein entsprechend großes Tier im Kopf haben. Vielleicht also einen größeren Hund, der kilogrammmäßig zu Ihnen passt. Weil das selbst zu machen ist natürlich romantischer vielleicht, aber... Also wir möchten eigentlich nicht nochmal zum Arzt. Wir würden es ganz gerne zu Hause machen. Ja, schwierig. Oder ich weiß es nicht, vielleicht finden Sie im Internet auf Plattformen irgendwelche Hilfsmittel, die jemand da baut. Da wäre ich aber vorsichtig, weil die natürlich nicht getestet sind in der Anwendung dafür. Nicht, dass sie sich noch verletzen dabei. Aha. Da muss man aufpassen.
Tante Yvonne leiht uns die 7000 Euro. Wie soll man die zurückzahlen? Ich will einfach nicht, dass du noch mehr arbeitest. »32, hier ist es jetzt auch nicht.« »Aber was sollte das denn für eine ich Nummer sein? 22?« »Ist das okay, wenn ich einfach jetzt hier parke irgendwo?« »Ja, pack doch mal hier.« »21, 23, 25, dann müsste die 22 eigentlich gegenüber sein.« »21, dann kommt sicher hier die 22, 29.« »Und wo soll denn hier ein Büro sein?« Wollen wir nicht doch mal da gucken nochmal? Ich meine, 36. So weit kann die 22 nicht von der 21. Ha? Ha? Vielleicht müssen wir doch in die andere Richtung ja. gehen. Was ist das hier? Das ist doch eine Wohnung, oder? Ja. Hallo, bitte. Kommt da rein. Ich freue mich, ja. Sie kennenzulernen. Ja, ebenso. Nur herein. Bitte. Sie dürfen sich einen Platz aussuchen, Sofa oder hier, wie Sie können. Ja, hier ist ja auch ein Büro. Ja. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Also Wasser, Fanta oder Cola? Wasser. Wasser. Haben Sie auch ohne Kohlensäure Wasser? Ich habe nur ohne Kohlensäure. Sehr gut. Das gute Boden ist ja was. Sehr gut, danke. Was ist das denn jetzt hier? Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Ja, was darf ich denn für Sie tun? Erzählen Sie mal. Wir wollen jetzt diese Insemination, die wir bis jetzt irgendwie beim Arzt gemacht haben, gerne selber machen. Mhm. Haben Sie denn einen Samenspender, einen privaten? Nee. Oder wie kommen Sie an das Sperma? Wir wollen eben keinen Samenspender aus unserem Freundeskreis haben und deswegen wissen wir jetzt im Moment auch noch nicht so genau. Okay, also ich verkaufe das Equipment und ich vermittle auch Samenspender, private Samenspender. Ach, das machen Sie auch? Ja, also diese zwei Dinge. Wie machen Sie das? Und das ist ein Internetportal auf spermaspender.de. Kostet das was? Oder? Ich glaube 54 Euro für ein ganzes Jahr. Also im Vergleich zu dem, was Sie bei dem Kinderwunschzentrum bezahlt haben, ist es also wirklich ein deutliches Sonderangebot. Ja. Und bitte. Genau. Ja, also das ist ein Set. Das Set beinhaltet alles, um die Insemination mit Spritzen oder mit einer Inseminationskappe durchzuführen. Es sind die Spritzen dabei, die Inseminationskappe, Urinbecher, Thermometer. Mit zwei Nachkommastellen. In den Becher ejakuliert der Mann rein. Und dann macht man so? Genau. So. Das können Sie so hochschieben, ziehen es einfach hier rein, ganz normal, so wie Sie es gemacht haben. Aha. Ich will Ihnen das mal erklären. Das ist so ähnlich, wenn ich Sie jetzt da unten vor die auf die Straße stelle, vor die Tür stelle und Ihnen erkläre, Sie rennen jetzt mal einen 30-Kilometer Marathon. Wenn ich allerdings hergehe und Ihnen ein Taxi rufe und Sie bis 500 Meter oder bis einen Kilometer vor die Ziellinie fahren lasse, dann schaffen Sie es locker über die Ziellinie. Aha, und was ist jetzt das Taxi? So. Das Taxi ist die Kappe. Die Kappe ist das Taxi. Okay. Ja? So, da sind wir genau beim Thema, gut erkannt. Das Sperma kommt in diese Kappe, in die Scheide einführen und schieben die Kappe einfach ein kleines bisschen hinter dem Muttermund Richtung Steißbein und dann kann man die einfach vorne hochklappen. Ja? Ich verspreche Ihnen, das haben schon Tausende vor Ihnen gemacht. Manchmal sehr tief rein, ne? Oder? Sie können leichter einführen, wenn Sie ein kleines bisschen Gleitgel verwenden. Haben Sie sowas? So ein Gleitgel? Ja, das kann ich Ihnen zeigen. Empfohlen wird für diese Zwecke Preset. Der Nachteil von Preset ist, dass es relativ teuer ist. Aber das ist ja jetzt auch in dem Set drin, das oder? Ist in dem Set mit dabei. Ja, dann ist es Ich möchte Ihnen auch den Vorteil noch erklären. Preset hat einen pH-Wert von etwas über 7. Entschuldigung, haben Sie eine Toilette? Ja, bitte. Hier einfach den Gang nach hinten. Ja, auf der rechten Seite. Also das Spezielle an der Kappe ist einmal die Form, einmal die Biegung, die ist speziell hergestellt.
Mit dem Zeigefinger können Sie das Spermcup leicht nachschieben. Das Spermcup kann nach 30 bis 60 Minuten entfernt werden. Mit dem Zeigefinger können Sie das... Katja, ich versuche schwanger zu werden. Zeigefinger können Sie das Spermkopf fassen und leicht entfernen. Rand reinsehen, das Spermkopf entfernen mit lauwarmem Wasser. Geh nochmal auf deine Profile und zeig mir deine Männer nochmal. Ja, ich finde halt bei allen etwas gut. Zum Beispiel bei dem finde ich irgendwie gut, dass er so sportlich ist. Bei dem finde ich es toll, dass er irgendwie, dass er jetzt irgendwie vielleicht einen hohen IQ hat, weil er studiert hat. Ja? Ja? Ja. Und bei dem da unten? Warum ist der markiert? Der hat so nette Hobbys. Ah, okay. Ich finde es einfach nur gut, weil wenn man irgendwie sieht, dass er gepflegt ist, dass er irgendwie, wenn wir jetzt einen Jungen kriegen sollten, dann finde ich, hat der einen sportlichen Körper. Ich würde vorschlagen, du machst mal eine vernünftige Liste und erklärst mir richtig, wen du gut findest, wen nicht. Das sind es ja gibt nun mal Möglichkeiten. Ja, genau, dann schränk mal deine Möglichkeiten ein. Studiert. Ist Student. Will der Geld haben? Nee. Oder? Ach so, warte mal. Nein. Nee. Der will helfen. Ja, ist ja schön, dass er helfen will. Ist auch nicht das Schlimmste. Nee, ist nicht schlimm. Mir ist aber lieber, wenn die das Geld haben und dann, dass er keinen Kontakt haben möchte. Weil wieso glaubst du, dass sie dann eher weg sind, wenn sie Geld bekommen? Verstehe ich nicht. Ich finde es sauberer, wenn ich jemanden bezahle für eine Dienstleistung. Es ist doch in diesem Fall eine Dienstleistung. Ich finde, das ist kein Kriterium. Also, gut, wenn was er ist sagt, denn ein besseres Kriterium? Dass er sympathisch ist, dass man irgendwie mit dem, dass ich mir das irgendwie vorstellen kann. Dass ich den irgendwie angenehm finde, jetzt durch das, was er schreibt. Am besten oder will ich das jetzt gar nicht aussuchen, weil ich selber der Papa sein will. Ja, ja, ich verstehe schon. Aber du hast eben kein Sperma. Mir leid. Guck mal, da ist ein Vogelnest. Wollen wir nicht mal wegfahren? Wollen wir nicht mal ein halbes Jahr Babypause machen? Was hast du nochmal mit den Vögeln gesagt? Wie die das machen. Wir könnten eine Exkursion machen, wie machen lesbische Vögel ihre Kinder. Lesbische Vögel haben keine Kinder. Wo weißt denn du das? Ist nun mal so. Aber wir könnten es wie die Spinnen machen. Woher weißt du, dass lesbische Vögel keine Kinder haben? Also kein Urlaub, richtig? Wir könnten wenigstens Sophia und Ellie in Italien besuchen. Ich vermisse dich. Guck mal, die Kleine. Hallo. Hast du eine Blume gepflückt? Wow, du kannst stehen. Wie alt bist denn du? Sechs. Hast du noch Geschwister? Ja. Ja? Meinst du, ich kann das nicht? Ich versuch's mal. Das geht. Oh Gott. Oh, das geht wirklich nicht so gut. Das ist auch, ne? Ja, ich glaub schon. Hallo. Hallo, Herr Wolf. Pico, Flor. Pico. Ich bin Isa. Katja. Katja. Ich hole mal was zu trinken. Ja?
ganz relaxed. Weil ich lange in Südamerika gelebt habe. Bist du sprachbegabt? Ja, doch sehr. Sprichst du viele Sprachen? Mit Deutsch, Englisch, Spanisch, bisschen Französisch und Portugiesisch. Ich kann einen Satz auf Portugiesisch. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Ah, eu também. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also, können wir auch gleich, kann ich auch gleich mal ein Foto mal von meiner Tochter zeigen. Okay. Alles dabei. Oh Gott, sehr süß. Da sind 3 Monate und hier sind 5. Papierkram, auch nicht ganz unwichtig. Ja, super, danke. Kein HIV, keine sonstigen größeren Defekte. Ich bin auch Blutspender, das heißt, wenn mein Blut nicht sauber gewesen wäre, hätte sie es nicht genommen. Und du rauchst auch nicht? Ich rauch sowas, nicht, nee. Ne? Entschuldige, die doofe Frage. Das ist echt peinlich, aber habt ihr eine Brillenträger? Lass mal überlegen, ja, also mein Vater hat eine Brille und ich werde so langsam altersweitsichtig, nee, alterskurzsichtig. Das Kleingedruckte nicht lesen. Kannst du das da hinten lesen, bei Stadtsocken? Ja, das geht noch. Da drunter. Das ganz Kleine, da unten, ja. Das Grüne geht nicht mehr. Aber ich glaube, das kannst du nicht mehr lesen. Meine auf Freundin, der Suche nach einem Sinn, nicht so ernst. Das kannst du nicht mehr lesen. Das ist normal in meinem Alter, dass man das Kleine nicht mehr lesen kann. Okay, gut. Und die anderen Kinder? Ja, also die kenne ich und die anderen kenne ich alle nicht. Also wenn du uns jetzt ein Kind machen würdest, dann würdest du auch keinen Kontakt haben wollen und... Nee, eigentlich nicht. Also sagen wir, wenn das Kind dann alt genug ist, sich nach seiner Herkunft zu informieren. Wärst du bereit zu sagen, ja, hier ist der Papa. Genau. Aber brauchst du irgendwie was? Keine Ahnung, Pornoheft oder. Ach so, genau, wie du es eigentlich machst. Also willst du dann mit zu dir kommen und du machst das vorher und dann holen wir den Becher so ab? Gern. Oder? Becher ist für mich kein Thema. Also entweder. Natürlich oder gar nicht. Zwischen denen gibt es nicht. Würdest du das mit einer von uns natürlich machen wollen? Könnte ich mir vorstellen. Auch wenn wir gar nicht auf Männer stehen und... Ich will ja niemand heiraten von euch. Eine Frau ist trotzdem eine Frau. Die Orientierung ist mir da relativ egal. Das ist dir egal? Ja, ich will sie ja nicht heiraten. Um den Sex geht's dir auch nicht? Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es ging mir nicht drum. Okay. Es ist nicht, es ist, sagen wir mal, eine angenehme Begleiterscheinung, aber das ist nicht das Top-Thema. Mhm. Aber so ein bisschen. Könnt ihr euch ja nochmal überlegen. Ja. Das Problem ist, ich meine, wenn es nur einmal wäre, dann wäre es jetzt nicht so schlimm. Aber man muss ja auch damit rechnen, dass es öfters kommt. Und das finde ich jetzt echt... Okay, nee. Das war blöd. Tut uns ein bisschen los. Sorry. Danke. Ja, tschüss, viel Erfolg. Tschüss. Ja. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Du kannst immer sagen, es tut mir leid. Was war das? Es tut mir leid, ich weiß auch nicht. Ich dachte... Ja, was? Was dachtest du? Es tut mir auch wirklich leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir... Es tut dir immer nur leid. Es geht immer nur um dich. Und irgendwann wirst du bei irgendeinem Typen doch ins Bett gehen. Oder du wirst dir doch irgendeinen Typen aussuchen und mit dem irgendwann dann sofort eine Familie gründen. Das bestimmt. So wie du dich an irgendwas hältst, ist doch... Es tut mir wirklich leid, Katja. Ich weiß, dass es dir leid tut. Vergiss es einfach. Lass es uns vergessen und mach es nicht nochmal. Was ist denn daran so schlimm? Du bist die Mutter, ja? Und dann kommt noch ein zweiter dazu, das ist der Vater. Was bin denn ich dann? Drittes Rad am Wagen bin ich.
ist überhaupt nicht wahr. Du bist für mich vor allen Dingen der wichtigste Mensch in meinem Leben. Noch. Was heißt hier noch? Ja, schau dich an. Noch. Schnall dich an. Schnall dich an. Ja, bitte. Lass es hin. Bitte. Es ist unfair, was du machst. Ist dir das klar? Ich will halt ein Kind. Genau, siehst du, das ist der Punkt. Ich will halt ein Kind. Ich wünsche mir eben ein Kind. Ja, ich weiß, dass du dir ein Kind wünschst. Autobahn. Die Autos wam. Die Kitty. Miau, miau. Und das da? Ein Hund. Vau. Eule. Aschenputtel. Und wie heißt du? Nikolaus. Und wie heiß ich? Mama. Sieh mal, komm. Willst du dein Buch mitnehmen? Knapp 2 Meter. Sind alle in deiner Familie so groß? Ja. Ja, macht das schön, so schön. Ja, guck mal, wie sie schön ist, stimmt? Ja, sie ist schön. Und sie ist loslassen? Warum?
wenn ich dann schwanger bin? Im dritten Monat ist die beste Zeit zum Verreisen, weil da ist es dann sicher. Da gibt es nicht mehr so oft einen Abgang. Und dann könnten wir ja vielleicht mal gucken, ob wir irgendwie ein günstiges kleines Häuschen irgendwo an einem See oder an der Ostsee. Was denkst du? Dann müssen wir auf ganz viel Gutes tun. Frage. Ja? Einfach so generell. Okay. Also, du machst es auf jeden Fall in den Becher. Auf jeden Fall. Okay. Andere Sachen stehen ja nicht zur Debatte. Nicht? Nein. 100 Euro waren das, ne? Mhm. Oder die Spende und die Fahrt. Also, dann sind es eigentlich 200 Euro. Grob überschlagen, ja. Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Warum machst du das? Ich mache es aus zweierlei Gründen. Einmal zum Geld verdienen. Mhm. Und ich mache es, weil ich im Bekanntenkreis mal das Erlebnis gehabt habe, dass es sehr schwer ist, wenn man selber keine Kinder kriegen kann. Hast du das Gefühl, dass die Menschen zu viel Einfluss nehmen, also die Bürokratie zu viel? Also für das, dass sonst jeder mit jedem ein Kind machen kann, ist es dafür ganz schön hoch. Schon. Und wann hast du das letzte Mal so gespendet? Ja. Das war am Donnerstag und am Freitag. Früh. Am Donnerstagabend, Freitag früh, das gleiche Pärchen. Die waren im Hotel in München. Oh, wow. Wie lange machst du das schon? Machst jetzt 3 Jahre. 3 Jahre regelmäßig, oder? Mehr oder weniger. Und wie viele Kinder hast du jetzt? Das ist jetzt so 20. Du hast 20 Kinder? Mhm. In 3 Jahren? Ja. Gemacht. Ja, so geht das dann. Das klingt gut. Ja, es stellt die Fruchtbarkeit mal nicht in Frage. Ja, also genau. Hast du eigentlich mehr Jungs oder mehr Mädchen bekommen? Mehr Mädels. Oh, gut. Wenn wir jetzt so weit wären, dass wir uns alle drei super finden, könntest du aber mit uns, weil das ja ein bisschen näher ist. Ihr könnt jetzt direkt mit. Super. Ja, dann. Ja, dann trinken wir noch einen Schluck. Trinken wir noch einen Schluck und dann packen wir es. Also dann? Möchtest du uns noch irgendwas fragen? Ich würde gern das Kind alle 3 Monate mal sehen. Für eine Stunde oder zwei. Ob das jetzt 2 Wochen rüber oder rüber ist, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber ich würde es gern sehen. Ist doch gut. Alle 3 Monate. Das muss er erst mal schaffen bei 20 Kindern. Und das werden ja noch mehr. Das ist okay. Nee, brauche ich nicht, danke. Brauchst du gar nicht? Nee. Dann der Becher ist. Nichts auf meinem Geld. Und dann habe ich noch den Becher. Wunderbar.
Dankeschön. Bitte. Es ist aber auch schon ziemlich schleimig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich feucht genug bin. Dann schau mal. Halt mal bitte. Du sagst viel weit. Noch ein bisschen. Glaube ich. Genau, genau. Noch ein bisschen? Geht noch. Jetzt. Okay. Guck mal, was zu trinken. Ich glaube, ich möchte wieder dieses komische Tampon benutzen. Mir läuft das Sperma runter. Hast du ein Taschentuch mit? Hast du ein Taschentuch? Wieso war die Soße eigentlich mit den Nudeln in den Topf? Was? Welche Soße?
die Soße gestern Abend. Warum die was war? Warum die mit den Nudeln zusammen in den Topf mindestens 5 Stunden da irgendwie vor sich hin köchelte, dass die Nudeln überhaupt nicht mehr essbar sind. Keine Ahnung. Hast du den Herd nochmal angemacht? War ich arbeiten? Das hast du noch nie gesagt. Also mache ich das doch total oft. Dann spüle ich nämlich schon mal den Topf und dann packe ich das halt zusammen. Das verstehe ich jetzt nicht. Du verstehst ganz schön viel nicht. Hört dir das auf? Es war nicht nur gestern so ein bisschen. Ach so, du hast es also schon öfters gehabt, dass es dich gestört hat. Warum hast du es dann sonst nicht gesagt? Warum sagst du es heute? Was ist dein Problem? Was ist los, Katja? Red mit mir. Ah, da kommt ja endlich mal was. Ja, red mit mir. Ja, du weißt ganz genau, was das Problem ist. Nein, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich versuche, schwanger zu werden. Ja, du versuchst, genau, schwanger zu werden. Ist das dein Problem? Und dass du dich an keine Abmachung hältst. Ich habe keinen privaten Kontakt zu Flo. Ach nein, du hast keinen privaten Kontakt zu Flo. Er heißt nicht mehr Go for Gold, er heißt Flo. Wie oft rufst du den an? Das, was ich mit Flo kläre, sind Dinge, die wir klären müssen. Das waren seine Bedingungen. Du hast auch zugesagt, dass wir ihn nehmen. Ich habe notgedrungen zugesagt. Aber ich wusste nicht, dass du den jede Woche anrufst. Und tun hier jetzt nicht immer so, ja, das muss so sein, das muss so sein. Wir sind da in irgendwas reingerutscht. Du kannst ja noch nicht mal mehr Essen kochen abends. Baby, 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 Baby. Willst du, dass ich es jetzt beende mit Flo? Würdest du es? Wenn du sagst, wir können uns das nicht leisten und du willst das nicht, gut. Isa, ich rede nicht übers Geld. Wovon redest du sonst? Ich weiß nicht, wovon du redest. Willst du kein Kind? Wenn du kein Kind willst, gut.
Ach, das ist super. Dann hat man wirklich alles in einem. Genau, da hätte ich jetzt alles in einem. Liegt jetzt bei 999 Euro. Ja. Wenn man jetzt doch mehr in der Stadt so unterwegs ist, dann ist es mit den beweglichen Rädern vorne natürlich noch mal viel einfacher. Ja? Hallo. Du, ich war jetzt ja schon beim Ultraschall. Und wir haben Fotos gemacht und ich wollte dich eh fragen, ob du vielleicht eins haben möchtest. Na, so ein bisschen. Es sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Wurm, aber man sieht schon den Kopf. Und natürlich, also jetzt, wenn, auf dem Bild sieht man es nicht, aber wenn man bei der Frauenärztin ist, dann sieht man auch schon das Herzchen so schlagen. Das ist ganz toll. Ach du Flo, weißt du was? Wir sind nächste Woche sowieso in München. Und ich kann dir die Bilder dann persönlich geben. Ist doch viel schöner. Ja, finde ich auch. Ja, das Gefühl habe ich auch. Komisch.